wenn du wieder warst, ich helfe dir dann hier weg. Die Feuerwehr-Warkhäusl-Abteilung Kirlach wurde zu einem Kleinbrand mit einer Fläche von 10x10 von der Feuerwehrleitstelle kurz nach 17 Uhr alarmiert zwischen Kirlach und St. Leon Roth. Beim Eintreffen stellte sich heraus, dass das eine größere Fläche ist und aufgrund dessen wurde Vollalarm für die Feuerwehr-Warkhäusl ausgelöst. Also beim Eintreffen war ursprünglich gemeldet, war Fläche klein, 10 auf 10 Meter. Beim Eintreffen war relativ klar, dass dem nicht so ist. Gebrannt haben letztendlich ca. 3 Hektar Feld. Daraufhin wurden zwei Einsatzabschnitte gebildet, weil zwischen den Feldern befand sich noch eine kleine Tierhaltung, die musste man schützen. Und zwischendrin befanden sich noch Wohnwegen, die wir ebenfalls noch schützen müssen. Also beim Antreffen hat der Wind das Feuer schon ziemlich weit entfacht. Das war ein weiteres Problem. Daraufhin haben wir weitere Kräfte aus Oberhausen und Vilsburg hinzu alarmiert, auch wegen der Wasserversorgung und zum einen wegen der Geländegängigkeit von der Fahrzeuge. Okay. Was ich beobachtet habe, der Wind hatte dann doch das Feuer weiter getrieben und ihr hattet gar nicht so viel Wasser, wie ihr am Anfang braucht. Es war ein ziemlich weitläufiges Gelände auch. Beschreib einfach mal diese Schwierigkeit nochmal schön. Ja, die Schwierigkeit war eben, dass das Gelände oder die Brandherde ziemlich weit auseinandergezogen waren. Und eben die Wasserversorgung war das größte Problem. Daraufhin haben wir noch den örtlichen Bauer hinzugerufen mit seinem Wasserfass. Und gleichzeitig hat er noch Schneise in der Boden gemacht, um das ganze Feuer nochmal einzudämmen. Und nachdem er das dann gemacht hat, haben wir das Stück für Stück in den Griff gekriegt. Unsere Erfahrungen vom letzten Jahr anhand von den Flächenbränden der Vielzahl und den großen Waldbrand, der uns betroffen hat zwischen Wiesenthal und Hambrücke, haben wir unsere Alarmbereitschaft, was das betrifft, erhöht. Wir haben zusätzlich noch einmal Waldbrandrucksäcke angeschafft und zusätzliches D-Material, eben um dem entgegenzuwirken. Aufgrund der Hitze gab es zwei Feuerwehrmänner mit Kreislaufkollaps. Die wurden aber dann vom Rettungsdienst ärztlich versorgt und denen dürfte es jetzt wieder soweit wieder gut gehen. Also aufgrund jetzt der Temperaturen kann man schon sagen, dass jetzt eigentlich der Startschuss ist für die Flächenbrandsaison. Erschwerend kommt dazu, neben der Hitze, die Einsatzkleidung der Feuerwehrkameraden, die wo ja gegen Hitze schützen soll. Und jeder Feuerwehrmann, der wo schon mal so Kleidung getragen hat, der weiß, wie drin sich da der Schweiß bildet. Also das ist gerade im Ehrenamt eine extreme Herausforderung, was die ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte hier leisten. Und dir hilft eigentlich nur viel trinken. Und darum sind wir froh, dass sich hier gleich das DRK angeboten hat für die Bereitstellung von Wasser und die Verpflegung der Einsatzkräfte. Genau, mittlerweile hat sich auch bewährt, bei solchen Szenarien die Drohnenstaffel mit zu alarmieren. Das machen bei uns die Kameraden der Feuerwehr Gronau. Und die haben eigentlich relativ zügig, sind die vor Ort und können uns relativ schnell einen Überblick aus der Luft verschaffen, wie sich das ganze Einsatzgebiet erschreckt. Schön, schon mal ganz hin und her. Ja, wir sind hier alarmiert worden nach Warkhäusl, Ortsteil Kirlach, zum Flächenbrand. Wir haben hier einen Flächenbrand von ungefähr 3 Hektar Größe gehabt und unser Einsatzauftrag war, die Einsatzleitung über das Ausmaß des Flächenbrandes zu informieren mit einem Bild aus der Luft und natürlich über die entsprechenden Bereiche mit der Wärmebildkamera, wo wir noch warme oder heiße Bereiche haben. Ja, wir haben letztes Jahr waren wir bei vielen Wald- und Flächenbränden hier im Landkreis Karlsruhe dabei. Dieses Jahr ist das jetzt hier der erste Flächenbrand in größerem Ausmaß. Und wir bereiten uns so vor,
dass wir natürlich regelmäßig jeden Monat unsere Übungen abhalten und entsprechend auch zum Thema Flächen- und Waldbrände auch schon an vielen Großübungen teilgenommen haben. Demnächst steht die Katastrophenschutzübung an, die Bezirksweide, wo wir auch wieder dabei sind. Und so bereiten wir uns auf die Wald- und Flächenbrände vor. Ja, also unsere Drohne hat ein Kamerasystem, wo wir natürlich Sichtkamera und Wärmebildkamera haben. Wir können das Ganze auch splitten, sodass wir auf der einen Bildschirmhälfte die Sichtkamera und auf der anderen Bildschirmhälfte die Wärmebildkamera haben und so direkt im Vergleich praktisch einmal aus der Sicht und einmal aus dem Wärmebild sagen können, in welchem Bereich genau es hier noch beispielsweise heiße Stellen gibt. Ja, gleich hier vielleicht in diesem Zusammenhang, weil wir hier einen Vorfall hatten mit einer privaten Drohne, die uns in die Einsatzstelle reingeflogen ist, der Hinweis an die Bevölkerung oder an die privaten Drohnenbetreiber, dass das Fliegen über Einsatzstellen generell für private Drohnen verboten ist. Schlimmsten Falles hätte es natürlich passieren können, dass es hier eine Kollision gegeben hätte und dann wäre das Ganze schlecht ausgegangen. Also es ist generell verboten für private Drohnen über Einsatzstellen zu fliegen. Ich habe jetzt die da komplett abbauen gelassen. Ja, das passt ja. Dass wir uns dann nur noch da drauf konzentrieren.